Die Symbiose von internem Know-how und externen Vordenkern wird bei der Innovation Challenge Hashtag 3 erneut genutzt. Gesucht wurden innovative Lösungsansätze für 4 energiewirtschaftliche Themenstellungen. Von den USA über Israel nach Österreich, das Feld der Bewerber war international. Die 16 innovativsten Startups aus 199 Einreichungen pitchten im April um den Einzug ins Innovation Camp. Aus den Innovation Camp bekamen dann 7 Projekte die Chance, über den Sommer an der Umsetzung ihrer Idee zu arbeiten. Am Demo Day im September wurde dann die Machbarkeit und Umsetzungschance präsentiert und nach dem Pitch ist vor der Siegerehrung. Aufgeregt ja, natürlich, weil es um was Großes geht, aber mehr Vorfreude als wir aufgeregt. Jetzt steigt die Spannung. Ja, absolut. Wir sind jetzt nervös, weil wir nicht wissen, kriegen wir oder kriegen wir nicht den Auftrag und wir hoffen natürlich alle, dass wir ihn kriegen. Würden uns sehr freuen. Ja, ja, der Pitch war gut. Ja, wir haben ein ganz gutes Gefühl und ja, wir hoffen, dass wir weiterkommen sind. Und ja, wir glauben natürlich ganz fest dran, aber ganz zu 100% kann man es einfach nie sagen. Bei den Projekten ging es unter anderem um eine Spiele-App zur Wissensvermittlung für Android und iOS. Diese könnte für unsere Schulprogramme verwendet werden. Also bei uns beim Energize geht es um eine App, die auf spielerische Weise Inhalte vermittelt. Das heißt, es geht um Wissensvermittlung und das auf eine ganz neuartige Weise. Wir nehmen das Spielekonzept des Escape Rooms und da wird einfach die virtuelle Welt mit der Realität verknüpft. Die Cognify KG beschäftigte sich mit dem Energiemarkt, der getrieben von der Digitalisierung mit vielen Veränderungen konfrontiert ist. In der Kundenkommunikation könnte Lea zum Einsatz kommen. Lea ist eine Chatbot-Lösung, die sowohl für Webchat als auch über Alexa Skills gesteuert werden kann. Methoden aus der Raumfahrt könnten auch bei der Optimierung von Wasserkraftwerken zum Einsatz kommen. Mithilfe von Beacons und QR-Codes könnte eine standortbezogene Kommunikation stattfinden, zum Beispiel aus Baustelleninformationen direkt aufs Handy. Mit Smart Top könnte man sich den aktuellen Stromverbrauch auf das eigene Smartphone holen und dann ging es noch um die Depotbox, die in Salzburg etabliert werden soll. Die Depotbox ist ein Lösungsansatz, wie wir unsere Probleme im steigenden Online-Markt reduzieren können, nämlich in der Form, dass wir dem CAP-Dienstleister Kurier Express Paketzulieferer die Möglichkeit geben, die Pakete in die Nähe von seinem Kunden zu bringen, nämlich an den Arbeitsplatz bzw. Zu ihm nach Hause, ohne dass dieser zu Hause sein muss. Die 7 Projekte hatten so ein hohes Niveau und waren für die Salzburger so interessant und innovativ, dass heuer alle präsentierten Innovationen weitergekommen sind. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Also die Qualität dieser Projekte ist sehr hoch. Wir haben uns in meiner persönlichen Wahrnehmung im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Letztes Jahr war schon eine sehr gute Qualität mit den 5 Projekten aus der zweiten Challenge. Die 7 Projekte heuer haben nochmal eins draufgesetzt. Also man merkt wirklich, hier wird von Jahr zu Jahr besser abgeliefert. Wahrscheinlich auch der Lerneffekt von einer Challenge zur nächsten. Und die Qualität ist, wie gesagt, so gut, dass 7 Projekte von 7 Projekten weitergekommen sind. Alle Projekte werden in der Salzburger AG umgesetzt und die Details dazu finden Sie wie gewohnt auf unserer Website.